Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Peckwitz. Aber ihr werdet schon merken, an der Jahreszeit, das Video habe ich schon vor längeren aufgenommen. Und da aber einfach ein bisschen zu viel Peckwitz hintereinander auf meinem Kanal war, habe ich einfach mich entschlossen, die Videos aufzunehmen und einfach jetzt rauszuhauen. Ja, wir sind, was ist heute für ein Tag eigentlich? Muss ich mal gucken. Der 5. Juni, nur damit ihr mal im Bild seid, wann das Video entstanden ist. 5. Juni, ganz normales Wochenende in Peckwitz. Es ist wieder Campen erlaubt. Und ja, jetzt fahren wir jetzt mal ins Gelände rein. Und ja, ein oder andere von euch haben es vielleicht, die mir auf Instagram folgen, in meiner Story gesehen, dass hier oben am Berg mit dem Bagger irgendwas verändert wurde. Ich weiß noch nicht, wir werden da gleich mal sicherlich oder nachher auf jeden Fall mal hinschauen. Ja, ja, ich muss wieder vorfahren, man kennt's. Ja, ja. Immer muss ich vorfahren. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Muss einen Grund haben. Jetzt nähern wir uns den Baggerfotos. Was haben sie denn hier eigentlich gemacht? Irgendwas haben sie aufgeschüttet. Müssen wir mal gucken hier. Ach so, da haben sie einfach nur Sand aufgeschüttet. Aber warum? Oh, was ist hier los? Steine ohne Ende. Oh, hier haben sie auch nochmal runtergeschüttet. Also nichts Dramatisches, aber nur mal ein bisschen aufgeschüttet. Na ja, gut. So, die Strecke wird ja einigermaßen staubfrei sein. Ja, ansonsten gucke ich mal, was ich heute so für Sequenzen für euch aufnehmen kann. Ich versuche mal ein bisschen weniger Buggy, ein bisschen mehr andere Fahrzeuge. Weil ich denke mal, Buggy habt ihr mittlerweile genug gesehen. Wir gucken mal, ne? Gut, dann wir machen jetzt erstmal eine Testrunde und dann melde ich mich später nochmal. Gut! Aufgewühlt, so ordentliche Buckels drinne da. Ja, ja, Micha, komm mal. Klatsch und genau wie ich, leichte Probleme mit dem Aufsitzen. Schwung, Schwung regelt alles. Genau. Hier sieht man schlimm, Micha. Ja, ordentlich. Die Verschränkungen sind auch ordentlich. Ja, das war zu langsam. Das war auch mal nicht schlimm. Also mit einer RZR kommst du da rüber, ne? Mit, aber halt länger. Ja, nur das Fahrzeug, Micha. Da musst du rüberspringen. Genau. Geht doch, hast schon viel von mir gelernt. So hängt der André auf der Krone. Oh, guck mal hier. Ein Stück rausgebrochen. André, Schwung! Hast noch mehrere Spitzen? Ja, genau. Ich stehe auch immer im Wege rum, furchtbar. Nee, für ihn. Ja, aber für ihn da. Welches Loch? Nee, ehrlich? Da, du kannst da weiterfahren, Micha. Da kommt auch kein 4 Meter tiefes Loch. Haben die gesagt, die Jungs, die wissen nicht. Haben wir ein Riesenloch gefunden? Ja, okay, dann lassen wir das kaputt. Da kommt nie wieder raus. Aber Micha, das wäre mal ein Versuch. Micha, das wäre mal ein Versuch. Ja, mit der Renegade mache ich das ja so weiter. Nee, mit der schaffst du es hoch. Schaffst mit der Renegade ohne. Ja, da kommst du nie wieder raus. Wo ist denn das Loch? Da vorne oder was? Ja, hier. Hier, guck mal. Da hat man keinen drin gemacht. Ah, da
Schaffst du? Schaffst du? Ja, ja, natürlich. Ich denke mal, der Stock wird das Hindernis sein, Micha. Ja. Ja, rechts und links vorbei. Umfahren. Umfahren. Herum. Ja, der hat noch was reingemacht. War zwar tiefer, ne? Ja, das ist Quatsch, kann man nicht bringen, so weit. Also das? Gut, Micha, dann fahr da wieder rein und dann filme ich das sogar für dich. Puh. Was hast du jetzt? Wir sind in die Windrichtung? Genau, damit du weißt, wie du ansegeln musst. Soll ich, willst du, soll ich oder? Ja, ich weiß nicht, wenn es mal wieder drin ist. Ja, genau. Versuche ich mein Glück mal. Gut, so hätte ich das von dir auch erwartet. Schön, schön, dass du mich nicht enttäuscht, Micha. Soll Polaris irgendwie helfen? Scheiß, vorne oder hinten? Ja, nach vorne hätte ich gesagt. Keine Ahnung, ist auch deine Entscheidung. Ich will dich aber filmen, du musst warten. Alter! Sicherheitsschuhe regeln alles. Ah, da musst du wie Sand drin mich? Nein, kaum. Wo soll denn der herkommen? Wo soll der Sand herkommen? Alter, nee, nee. Kannst du vergessen, Alter! Also gar nichts, da berührt gar nichts! Ich kann nur mit halber Kraft. Hier, der dicke Daniel soll mal aussteigen! Ah, das ist er schon! Schön mit dem Arsch sitzen bleiben, lass die mal schieben! Willst du den Druck aufüben? Was? Ja, dann probieren wir mal! Eigentlich würde ich heute nicht so viel Buggy aufnehmen, aber. Tja, ja, komm, 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 ja, ja. Kommt. Ja. Jawohl. Jetzt. Ich glaube mal wegen, du Alter. Warte. Nee. 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 Schwung, Micha! Ein bisschen Schwung! Nicht mal wie ein Mädchen, wie ein Mann! So. Ja, da musst du jetzt aber schon ein bisschen Schwung machen, sonst steckt das da fest. Ja. Ja. So, positioniere ich mich mal euch, für euch hier. Nun schauen wir mal. Also geschätzte Tiefe, 3 Meter. Ein bisschen eher Schwung und ein bisschen drüber. Genau. Ah, ist weich, ne? Vielleicht geht Schwung. Na bitte. Oh. 10% im Wahnsinn. 10% im Wahnsinn reicht. Reicht ja auch bei mir. Ja. Gut. War doch easy. Oh, ganz einfach. Ja. Sah mal spektakulär aus. Hast du auch noch nicht gesehen. Ja? Sogar im Gesicht, ne? Und im Mund. Willst du jetzt hier weiter? Nee. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ja, das sieht. Meine Vario klingelt. Ich glaube ab und zu mal, dass meine Vario klingelt. Was sagt dir denn? Micha G vom Gas heißt das. Ja, genau. Ja. Ich muss mal den Salz aus meinen Schuhen machen. Ich hab da Nachricht auf, ich hab da
Ich habe Sand in den Schuhen aus Hawaii. So, ihr merkt schon, das wird heute ein ganz anderes Video. Mal so, weiß ich nicht, einfach mal so anders. Habe ich vor. Einfach mal so alles filmen, ein bisschen so rum. Es wird auch länger gehen als die üblichen Viertelstunde. So. Ja? Ja. Ja, da kommt auch, ja, da kommt auch KNM durch. Gut, weiter geht's. So, ihr seht ja, wir sind immer noch im Kaffeeloch. Das ist das Loch von L-Loch oder die Strecke vom L-Loch Richtung ja, lang runter halt. Zum ehemaligen Kaffee. Deswegen Kaffeeloch. Die Strecke hat der Mike aber auch ordentlich bebaggert. Ihr habt es ja gerade gesehen bei Micha. Es gab ordentlich was zu tun. Also mit Verschränkung und diesen scheiß spitzen Kuppen, wo man mit Schwung rüber muss. Und dann diese kleinen Hügelchen hier. So, wie sieht es denn hier aus? Das war so in der Mitte. Oh, ein Scheiß hat überall, ist ja ätzend. So. So, wir nennen das Video einfach mal so, ich sag mal, Director's Cut. Wir knallen heute alles aus. Und Micha, was sagst du? Also scheiße. Ja. Dann lassen wir das. Wir müssen uns jetzt nicht schon den ersten. Ja. Ja. Aber eben, lassen wir das. Wollen wir nochmal? Achso, ich fahre ja sowieso vor. Deswegen stimme ich auf die Strecke. Richtig. Gut. Ist ja nicht alt, ah ja, diese Liebeserklärung immer. Wir fahren jetzt übrigens in die Richtung. Also zurück zum L-Loch und dann auf die Außenring. Außenring wollte ich. Den bringst du nicht wieder mit. André! Fitzkin, so mal wieder, ne? Also als beliebten Elgern, vorsichtshalber Allrad und immer schön neben der Spur vorne, kann man nicht böse überrascht werden, wenn man das Loch nicht kennt. Kann man zwar auch, ist Quatsch, was ich erzähle, aber die Gefahr ist halt geringer, ne? Erstmal neben der Spur und dann sitzt man nicht so schnell auf. Einfach mal gucken. Bisschen mit Verstand versuchen zu arbeiten, klappt nicht immer. Bei mir auch nicht. Manchmal setzt es einfach aus. Ja. Na, guck mal, der ist jetzt in der Spur gefahren. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Die anderen, guck mal, die sind alle links gefahren. Und links ist, ja. Steig mal ab, das hilft meistens. Interessante Frisuren haben die Helme hier. Also, oh, ich kann auch gar nicht sagen, was das gerade für eine Top ist. Ja, kenne ich nicht so richtig. So, fahren wir erstmal durch den kleinen Graben. Ne? Schon einer durchgefahren? Nee, ich hab mich noch nicht getraut. Hast du was gemacht? Naja, heute noch nicht. Da ist ja, da ist ja mal dieses Loch in der Mitte, ne? Ja. Ich fahr mal vorsichtig rein, ich gucke mal.
So, dann fahren wir mal hier lang, gucken wir mal, ob wir uns eine böse Überraschung hier einfangen. Ich habe immer schön seitlich fahren. Warum hat denn der eine Stock hingelegt? Idiot. Hier ist das Loch. Scheiße! Seht ihr das? Ich bin schon voller Wasser, ich komm schon gar nicht. ja. Das wird so nix. Ich hab einen nassen Arsch. Ich hab einen nassen Arsch. Das war auch ein bisschen blauäugig, aber gut, das ist manchmal so. Ein bisschen Spaß muss sein. Hätte ja sein können, dass es klappt. Hätte fast geklappt, oder? Wo ist Micha, mein Bergungsteam? Ja, na gut, dass wir die richtigen Schuhe eingepackt haben. Ja. Oder rückwärts, ja. Scheißegal, irgendwie raus. Alter, voll drin, ne? Halt die Klappe, gib mir dein Seil. Ich hab schon nasse Füße, weil ich schon alles nass. Oh. Und die erste daher. Nee, ich hab auch nur blauen Dunst. Wenn die vorher noch alles so gut aussah, dann kann ich die vorher auch durchfahren. Ja, dann lass doch los. Mach ich frei. Erzähl doch mal. Ich bin zu scheuchschön. Zieh mal, wo es hinzieht. Was? Siehst du uns dein Bauwerk aus? Hm. Ah, da ist ein Loch drin. Da kommst du wieder durch, Micha. Radstand. Radstand. Habe ich bei mir zum Anfang auch. Wenn der kalt ist, dann piept der. Hab ich letztens auch gehabt in der Erde, ja. Vielleicht hast du wieder billiges Zeug verbaut an deiner Variomatic. Ja, du stehst ja so auf die Firma, die ich nicht nennen möchte. So, darfst mich aber jetzt trotzdem rausziehen. Ich gehe jetzt hier raus und gehe da drüben wieder rein, weil ich glaube, das haue ich mir auf die Fresse hier. So viel zum Thema, wir gucken schon bloß mal, ja? André, du musst da jetzt rein und musst ihn anhängen. Ich hätte da rausgehen sollen. Wie stelle ich mich denn gerade an? Oh. Ja, genau. Das hat eingezogen. Ja, ich brauche noch was. Gut, müsste, könnte klappen. Wie eine Baumlatter so geschmeidig. Warte, ich muss erst reingleiten. Safety first. Ha 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 ha.
Wozu denn? Na, du willst doch deine Seile aufrollen. Ja, alles gut. Stopp mich ja nicht. Andersrum. Geht mir auch immer so. Micha, du musst hier vorne mal Isolierband drum machen, dann ist das immer gleich. Ja. Geht das leichter rein. Was los? Willst du mich verarschen? Nee. Hast du mich gerade rausgezogen? Ja, Wisse. Du sitzt daneben, du genießt nur. Ich hab die ganze Arbeit. Oh, ja, gar nicht. Guck an da. Das sieht noch aus wie so eine Bäckermütze. Mach doch so wie ich, immer über die rechte Seite irgendwo durchfahren. Ja, ich auch. Immer wo eine Frau sitzt. Ja, das ist. Na, wir müssen aber fahren, das ist der Stress. So. Üb. Mein Fußbad. Oh, der Sitz sieht aus. Oh, nassen Arsch. Den Schleim heute wieder. Den Schleim, hm? Den Schlamm heute wieder bis in den Arsch kippe. So, erstmal Wasser rauslassen hier. Gut, reicht. Andere Seite. Und schuppdiwuppdi weg. Scheißprinzip, das finde ich bei mich aber bei KenM besser. Aber naja. Alle Jut ist nie beisam. Oh, kann ich schön nach Rückspiegel fahren. Da sehe ich ja jetzt richtig schön was drin. Geil. Also das war nichts. Ich denke mal, da ist der große Graben. Also der breite hier links wahrscheinlich. Einfacher. Naja, was soll's. So, ich denke mal, jetzt fahren wir mal wieder zurück zum Camp. Turm 2. Ja, die versuchen gerade da rauszufahren. Ist eigentlich eine sehr ungünstige, verschlammte Stelle, aber naja. Lass sie mal machen, lass sie mal machen. Ich hätte es gelassen, da lang zu fahren. Da machst du ja alles in Arsch mit. Den ganzen Berg voll geparkt, man sieht es hier mit ihren Autos, da kommt man nirgendwo lang. Nein. Jetzt guckst du doof, wa? Und da André, wo soll's lang gehen? Jawohl. Sieht ja auch noch gerade aus. Oh nee. Ja. Ja. Naja, wer will schon hören, ne? Jeder macht das, was er denkt zu schaffen. Ist halt so. Aber die Ausfahrt ist heute wieder ein Highlight. Ha ha ha.
nehme ich ja. Ich würde es ja lassen. Also ich würde es ja lassen. Ich würde es nicht. Das ist too much. Aber Michael ist schon wieder Eskalationsstufe 3. Wenn da oben diese Jeeps mal die verschwinden würden, könnte man da ja mal hochfahren. Aber die machen da oben gerade irgendwelche Gucktouren. Fällt mir nichts zu ein. Das wird nichts, das ist zu weich. Das ist gar kein Halt. Schon, ihr merkt ja schon, die Steine fliegen hier. Micha gibt sich alles, ne? Der kennt. Ah! Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Macht ihr da eine Pause oder fahrt ihr weiter? Gut, okay, dann warte ich noch ein bisschen. Gut. Sag mal, was stimmt mit dir gerade nicht? Sag mal, du hast doch jetzt eine tolle GoPro, warum nimmst du nur nichts auf? Die hättest du doch Daniel in der Hand drücken können. Der könnte dich gut filmen. Weil ich mal nur so fahren wollte. Ja, aber Daniel kann dich ja filmen. Jetzt war ja durch. Der ist hier durch. Hier ist er durch. Ich habe gerade Eskalationsstufe 3. Ja. Man merkt das sofort. Ja, ja. Schräg, du musst schräg runterfahren. Sieht professionell aus, Daniel. Was? Bei dem liegt vorne ein Brett drin. Oh, ach da ja. Holzstück. Nicht mehr lange. Was? Ich habe mich schon selber unter Boden hängt. Ah, schön sehen. Mittlerweile fertig. Düt, 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 düt.
Ja Leute, ihr habt es gerade gesehen, es blitzt hier, es donnert. Ich kann hier was hören auf der Kamera, auf jeden Fall, ja, das Wetter ist um 15 Uhr wie kurz nach 17 Uhr. Und er fährt das Breite noch breiter. Kommt mal ein, weil da wir Spuren drin sind. Da brauchst du nicht langfahren, da kannst du ja klemmen. Jetzt versucht er es auch noch. Das ist so, das stimmt mit den Leuten nicht. Das, jeder weiß, dass man da nicht hochkommt. Jungs, das könnt ihr vergessen. Nochmal, das schaffst du. Ich drücke euch die Daumen. Das schaffst du, das schafft ihr ja. Das war eigentlich ein Witz, aber. Na ja, gut. Natürlich, weil Brühe ist da. Au, au, da war Stein. Das ist, wenn man über energisch Schnee. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ja, da kommt keiner hoch. Servus. Warum fahren sie da nicht runter? Runter kommst du durch, nur hoch nicht. Hallo. Ja, die stehen richtig. Die machen es richtig, die Jungs. Das Ding ist so breit. Wenn sie runterfahren. Ne, die stehen nur, gucken. Da kommt der Nächste. Mal gucken, was er versucht. Gib ihn! Komm, gib ihn! Gib ihn! Ja, lass, wir wetten auf dich! Das bremst sich so aus hier vorne, das bremst das Loch. Hast du richtig gemerkt, wie sie den Körper nach vorne gehen, ne? Wie sie ausgebremst werden. Ich habe Felgenkleber mit, kein Problem. Und jetzt wieder da oben. Mal gucken, ob, ob das klappt, oder? Ne, fährt da ganz zurück. Der muss da runter, das ist kein Problem. Ah, ist. Ganz viel. Ja. Hier vorne kannst du vergessen. Aber gut, wir kennen es ja, ne? Probieren muss man das halt mal. Ne? Aber das ist. Spreewald. Ja, man muss es probieren. Nee, ich weiß, was du meinst. Man muss ja probieren. Du hast dich nicht getraut, aber ich habe Eier gehabt und habe es mich getraut. Ja. Ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich habe mich getraut. Ja. Das kann ich auch. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Warte, jetzt. Die Show ist vorbei. Er grummelt noch. Erster Versuch, Wasserloch. Micha filmt schon wieder. Ja, aber heute den Tag das erste Mal das Große. Vorhin mal habt ihr gesehen, den Kleinen, das war nicht so. Aber das merke ich hier auch schon, ist ganz schön tief. Alte Scheiße. Guck mal hier, das Wasser drin steht. Also das ist ein ordentliches Loch. Alte Scheiße.
Boah, was haben die denn gemacht hier? Haben die ausgebuddelt oder was? Alter Scheiß. No way. Alter, die haben doch hier noch mal rumgebuddelt. Meine Kappe. Da ist schon meine Kappe geschwommen. Das ist schon mal Kappe Nummer 1. Ich muss sie ja mal wegpacken hier. Gucken, wo die andere Kappe ist. Die steckt noch. Ach du Scheiße. Alter, der hat doch hier ein Loch gebuddelt. Ich würde sagen, die haben hier nochmal ordentlich gebuddelt. Guck mal, du siehst keine Räder mehr. Also hier ist definitiv nochmal gebuddelt worden. Da vorne wie hier. Alter, das ist too much. Ich muss jetzt hier irgendwie rauskommen. Kommst du vorbei? Ich kann ja vorschieben. Nee, kannst vergessen. Hast du da hinten Schwierigkeiten gehabt? Ne? Alter. Halt die Fresse. Alter, Hauptgeldstricher. Kommst du von vorn? Ich kann mich hier nirgendwo festeisen. Ich bräuchte mal Hilfe von einem... Ach, nein. Bist du irre oder was? Bitte. Wo sind wir denn hier? Mädchenpensionat oder was? Ich kann nicht schwimmen. Das ist Badehose ganz schön. Dann schwimmen wir durchs Tiefe. Ich weiß. André, warum kommst du nicht mal ran? Ich brauche nur, damit, wo ich andocken kann. Warte, André macht. Das ist scheißegal, ich brauche nur einen Punkt, wo ich mich festmachen kann, weil hier die Bäume rechts sind, könnt ihr ja vergessen. Ich muss jetzt ins Wasser. Ja, scheiße. Alter. Alte Scheiße. So, ich muss ja mal fühlen. Wo ist hier meine Winde? Da ist er. Aber jetzt habe ich glaube das Problem schon gehabt. Die gar nicht rauskriege, weil ich die mich letztes Mal so festgefahren habe. Ich glaube, ich muss sie mal elektrisch bedienen. Oh, das ist ein Zampano. Ein bisschen lockerer ist es schon. Ah, Gesundheit. Jetzt müsste ich sie richtig entriegelt bekommen haben. Glaube ich zumindest. Ja. Was ist das eine Scheiße? Jetzt. Komm bloß nicht zu nah! Gut, reicht. Reicht, André, reicht. Ja, deswegen. Das Problem ist einfach nur die Latschen. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich ohne im Dreck stehe.
anstrengend. Wegen der Schuhe, das Scheiße! Und ich sah noch Warthose? Nö, brauchen wir nicht. Ich hab sogar mit die Warthose, voll Honk. So, jetzt muss ich wieder. Schuhe kommen mit. Umdrehen. So. Dann schauen wir mal. So, bloß nicht hinsetzen. Erstmal Seilwinde, wo ist er denn hier? Erstmal anziehen. So, Spannung ist drauf. Tür langsam schließen. L ist drinne. So ein Dreckloch. Danke, André. Wieder. Und ja, wir haben sie ein bisschen aufgeschüttelt, ne? Oh, mal gucken. Oh, ich. Dafür habe ich die Spiegel gekauft, das weil sie mir schenken lassen, dass ich es auf die Seite klappen kann. Kann zwar das Ganze hier nicht ganz nachvollziehen, warum sie das so aufgeschüttet haben, aber wird schon Grund haben. Spreewald ist auch trocken. Oh, da haben sie aber. Oh. Wow, 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 wow. Mal gucken. Milja ist gerade vorbei vorne. Gucken was. Oh, ja, gehen hier wurschtelt. Alter Scheiße. Aber geil. Ich glaube, hier müssen wir noch mal. Ah, da hinten ist großes, großes Wasser noch. Das ist kein Thema. Das auch nicht. Dann wird es interessant. Deswegen hier. Bleib gesperrt. Das könnte heimtückisch werden. Und das hier hinten hoch. Das ist auf jeden Fall interessant. Das finde ich geht alles noch, aber das Loch, weißt du nicht, was ist da drin? Auf jeden Fall ein Frosch. Was? Ne, wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen wieder vielleicht Dockhound oder wieder haben. Hier. Micha, komm mal hierher! Hä? Ja, ja. Oh, oh, so. Ah.
Ja. Da macht sie die Geschwindigkeit, ne? Oder neben der Spur. Ja. Ich wollte aber gucken. Ja. Ja, aber von deinem Dings. Ja, von deinem. Ja, ja, na gut, die hast du überall. Ja, es ist nicht tief. Ja, aber nicht so weich, es ist nur die Oberfläche. Ja, bin ich auch der Meinung. Du bist noch nie vorgefahren. Es wäre mal der Moment, Eier zu zeigen. Oh, oh, oh. Das ist schon ordentlich. Und das ist richtig weich hier. Hier eine Seite geht's wieder. Hier Seite, also weit rüberfahren. Hör mal, die Mitte. Gibt es eine Mitte? Ja, Mitte geht auch. Also hier muss eine Seite vorn wenden. Nee, bestimmt noch wegen Zuschauer abgesperrt. Ja, aber ist für Zuschauer nur. Ja, hier musst du auch eigentlich neben der Spur fahren. Neben der Spur an das andere ist keine Chance. Wo Wasser ist, neben der Spur, dann kommst du durch. Ja. 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 Eigentlich brauchst du dich nur komplett rechts halten. Würde ich sagen. Ich zeig dir, wie das geht. Ich zeig dir mal, wie das Männer mit. Ja, aber, ne? Und wenn ich den Weg gemacht habe, schaffst du mit deiner Can-Am auch. Wer? Peter brauchen wir hier nicht. Ja. Das ist ein Winkel. Den kannst du nur mit Schwung bewältigen. Nee. Machen wir mal rückwärts weiter, ja. Ja. Ich bin auch rübergekommen. Schiebt mich immer rüber. Ja, jetzt schon los. Jetzt geht's doch eigentlich nur nach vorne. Nee, hinten annehmen. Da kommt dann der Mann mit dem Rohr. Wer kommt denn da? Ja, der Mann mit dem Rohr. Naja, ich weiß. Ich sehe meine Beine schon kaputt. Ja. Muss ja nicht sein.
brauche jetzt hier irgendwie Zug oder Druck. Was? Wenn ich hier weiter rüber komme, bestimmt. Hier war nicht tief. Holz ist nicht schlimm. Holz ist modrig. Ihr müsst euch mal entscheiden, in welche Richtung ihr jetzt schieben wollt. Ja, bleibt mir vorwärts. Na denn los, dann geht mal nach hinten und schiebt mal. Bitte. Bitte. Du musst am Rad drehen, Ihr müsst sagen, wenn ich was machen soll. Einmal nicht, wenn mach aus und geh weg. Geht weg da. Hat keinen Sinn hier. Rückwärts raus. Das hat keinen Sinn, das Loch hier. Ja. Das kannst du vergessen. Man kann es aber versuchen. Das ist eine Eskalationsstufe. Ja. Jetzt aber müssen wir in die Richtung. Bestimmt. Ja, aber ich musste jetzt Gas geben. Jetzt, langsam brauchst du jetzt nichts probieren. Gut, das freut mich. Ja. Gut. Mal ganz einfach, indem einer da hinter mir hinfährt. Jo. Ja, ne, bis dahin kommst du ja, sag ich dir mal. Naja, es ist nicht immer, es macht sich immer. Oftmals ja, aber immer nicht. Ja, oder das Fahrzeug. Die Schwachstelle. Ja. Naja. Aber wenigstens probiert. Wer es nicht probiert, findet sich heraus. Bleib schön rüber hier. Ja, das reicht schon. Fahren wir noch ein Stück zurück. Kannst sogar noch ein bisschen. Lass dich wach. Sonst lachst du ja tot hier mit dem Ding. Kann mal einer einhängen? Deswegen einfach eine Seite. So, Anhängerhaken. Warte, ich werf. Ja. Merci. Oh, Steine. Oh, mal Bagger, mal ein Loch zu. Ja.
Ja, ich hätte noch ein paar Fotos machen sollen. Micha, fahr nicht so weit weg. Weil ich muss jetzt rückwärts wieder raus. Jetzt weiß ich aber auch, warum die Türen so aufgehen, wa? Das ist einfach das logischere Prinzip bei dem Fahrzeug. Puh. Jo. Oh. Jetzt noch das Dach weg, ganz schön Himmel gucken. Rückwärts bin ich auch noch nirgends rausgefahren. Zumindest nicht aus der Situation. Micha! Spiel. Vorwärts ist kein, vorwärts kannst vergessen. War schon drin gestanden da. So breiig. Das kannst du abhaken. Warte mal! Oh, warte, hol mich erstmal nach! Ach, komm mal hoch! Kannst vergessen! Warte doch! Ja, das ist so viel Leierart. Aber das Geile ist ja. Okay. Na, wenn du die zu locker machst, dann leiert sie drauf. Ah. Dann entspannt die nicht. Nee, dann verklemmt die. Darum geht. Leck mich doch. Dann verklemmt die. Das macht mir gar nichts. Hast du schon die Sperre in der gemacht wieder? Warte, ich hab die Bremse an! Sehe nichts. Willst du dich rausziehen? Willst du dich nach vorne ziehen? Ach so. Ich würde sagen, mach nicht so weit weg. Willst du noch mal rüberkommen? Oh, nicht da drüben ist schlecht. Ah, gut. Ja, das schafft er. Das schaffst du. Ja, da ist nicht so. Muss halt Gas geben, ja. Ah ja, bitte. Ihr mit Schwung. Nicht mein Tag heute. Ist nicht mein Tag heute. Micha, wo bist du?
Ich bin auch eben rein. Ich wollte da rüber. Ich bin auch so rüber gerutscht. Ich muss noch da raus. Die Karre ist nicht schuld. Das ist das Gelände. Die Karre ist lieb. Hä? Nee, der ist tiefer als bei Micha. Der Schwerpunkt. Ja. Nee, Micha! So ziehst du mich in das Loch ein. Fahr mal rechts rüber. Also von dir aus links. Fahr mal weiter rüber. Der hat mich da auch schon reingezogen. Das ist ein Riesenwasser. Nee, ich wollte ja hier lang fahren. Gut, ich gebe nach. Ich gebe nach. Wir holen dich jetzt da raus. Ja. Dann machen wir das ab, dann fahre ich weg. Ja. Dann fährst du so weit wie du kannst. Ja. Zieh dich raus. Ja. Du rutschst da so rein. Ja, gib mal deinen Strick. Wir machen das so, wie du das sagst. So lange stehen wir hier schon. Fahr nochmal 2-3 Runden, dann sind wir draußen. Da hast du gleich erst 500 Kilometer auf die Uhr. Ach so, siehst du? Rutscht rein, habe ich vorhin schon probiert. Sie wollten dich schon mal positionieren. Ich muss hier weg, weil du willst genau hier langfahren. Genau da bin ich langfahren. Da, wo der Teer ist. Aber wie die mich rüberdrückt, ne? Ey, das ist ganz gut. Ja. Ja, ich. Deswegen wollte ich ja von Anfang an ein bisschen weiter links. Aber man hat ja meinen Bitten und Betteln einfach ignoriert. Du wärst trotzdem runter. Ja, ich weiß, du rutschst noch rein. Das ist zu steil da. Du hast aber ein schönes langes Seil, Micha. Ja. Ja. Das ist cool, meistens hast du nur 12, 15. Ja. So. Naja, haben wir es gleich geschafft. Er hat noch 25 Meter. Bin so weit. Wollt ihr schon abmachen, ja? Das sagst du! Ich weiß nicht, was hier noch kommt. Nicht, dass ich auf einmal quer im Loch stehe. Dem wird es richtig problematisch. So. Im Großen und Ganzen kann man sagen, hätte fast geklappt. Fast durch.
Holst du im Keller? Ich arbeite in der Halle, Mann, Schnauze. Ich auch. Aber so eine Käsebeene habe ich nicht. Deine glänzen ja richtig. Also mal gut, die Sonnenbrille fahren, sonst wäre ich jetzt geblendet. Schnauze. Warten wir noch. Warten wir noch ein paar Wochen und dann. Ja, was sagst du denn? Da bin ich ein Neger. Was sagst du denn? Ja, versuchen. Nochmal. Ich fahr da runter. Ja, ich filme. Was soll passieren? Denke ich auch, was soll passieren? Überschlag, Antriebswellen abreißen. Naja, das übliche halt. Ja. Hat schon mal einer Handy bereit? Wegen Empfang hier, wegen Krankenhaus? Ja. Ja, ich werde mich mal hier schön positionieren auf der Seite in sogenannter Sicherheit. Ja, und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen. Ja, Micha muss auch mal wieder vorfahren. Es ist einfach so. Und er macht's ja auch. Ja, er sagt schon lange. Ich bin voll drauf. Ah, nee, fahr mich nicht. Fahr zurück. Sieht zu steil aus. Jetzt fahr zurück. Ja, das wird nichts. Nein, nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, ja. Kommt natürlich auf der Kamera wie immer nicht rüber. Nicht in der Spur, nicht in der Spur. Ja, aber wie jetzt? Das war ja jetzt nicht so spektakulär, wie ich es erwartet hätte. Aber so kann man sich täuschen. Das war ja gar nichts. Das habe ich jetzt auch anders erwartet. Also das kann ich auch. Ja, das tut was. Das Alter, ich hab so viel Sand. Naja, habe ich vorhin auch gehabt. Da denkst du mal, übelst, wir vorne oder hinten? Steilhalsgrat ist ordentlich. Das muss ich, da muss ich dem Micha beipflichten. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Bin ich ja gar nicht. Wollt ihr weiter rechts fahren? Nee, die Spur ist doch da links. Ich bin doch daneben. Genau in der Spur gefahren. Aber ich dachte, die Spur, ich habe mich nach der Spur orientiert. Da habe ich gedacht, die ist ein bisschen weiter links. Nee, du bist weiter da gefahren, oder? Nee. Nee. Micha, ich hab dich lieb. Das sah so einfach aus. Mensch, ja, hör auf zu schimpfen. Aber hier ist ganz schön tief. Guck mal. Daran soll es nicht scheitern. Ja, also heute habe ich mit Festfahren alles gegeben. Hier. Mensch, Wespe. Ja. Halt die Klappe. Das weiß ich doch, Micha. Aber ich war echt der Meinung, ich bin jetzt neben der Spur. Ich habe ja gehofft, dass du noch rüberfährst, dass du gar nicht stehst. Nee, ich war jetzt der Meinung, ich bin in der richtigen. Nee. In der richtigen. Ich hätte weiter links rüber hier müssen, ne? Noch weiter? Du bist doch auch nicht weiter. Mehr. So weit warst du gar nicht drüben, nein! Sicher? Ja, du bist
Sand in den Schuhen aus Hawaii. Ja. Da. Dann fahre ich ganz links. Ja, ganz links ist auch nicht so viel besser. Hier? Hier ist überall eigentlich gleich für mich. Nicht so. Oh, yes. Da ist die Spur. Also da nicht fahren. Da nicht. Ah, oh, krass, hä? Nein! Soll ich dir helfen? Hast du? Ja. Gut. Alter Schwede! Ja. Du gehst in meiner Hose hoch. Ja. Tür zu machen, damit nicht so Wasser reinkommt. Ja. Lass sie nicht ärgern! Die liegt aber sowas von voll auf, die Karre. Guck mal. Die liegt richtig auf. Er hätte neben eine Spur fahren müssen, dann wäre er durchgekommen. Aber passiert. Rutsch mal! Mach mal ab! Mach mal ab! Susan fährt. Ach so. Ja.